Herzlich willkommen beim Nettesten Morgensblogger der Welt. Heute geht es um Katja Krasavitsch und ihre Gesellschaftskritik auf Instagram, denn sie scheint wohl eine Impfgegnerin zu sein. Und ich fand das ganz interessant, das Thema hier auch nochmal aufzumachen, auch wenn ich gerade über Katja erst berichtet habe. Danke auch nochmal für den krassen 16-Stunden-Stream. Es hat mir richtig Spaß gemacht gestern. Ich bin immer noch ein bisschen müde, aber ich wollte unbedingt dieses Video noch für euch machen. Für alle, die mit Katja Krasavitsch überhaupt nichts anfangen können, sie ist auf YouTube damit groß geworden und hat sich eine riesige Reichweite aufbauen können, indem sie sexuellen Content hochgeladen hat, der meiner Meinung nach auf dieser Plattform nie was zu tun hatte. Videos, die sehr nuttig wirkten und einfach nicht für Kinder auch geeignet waren, meiner Meinung nach. Leider Gottes hat sie 1,5 Millionen Abonnenten damit erreichen können und auch auf Instagram über 2 Millionen Follower. Und auch auf Instagram gehen Sachen vor sich, die ich nicht für gut heißen kann, denn dort ist fast schon ein kleiner Kinderpornoring entstanden, in dem sich Jugendliche gegenseitig Bilder schicken und welche Bots Werbung betreiben und Co. Und dagegen wurde auch lange Zeit nichts getan von ihr. Das muss man auch ganz deutlich mal bemängeln. Das geht auf jeden Fall nicht fit, was da abgeht, und da sollte man auch mal was zu sagen. Ihr könnt gerne auch die Sachen dort mal melden. Vielleicht bringen ein paar mehr Leute dann ein wenig mehr Power auch in die ganze Geschichte rein. Ich weiß auch nicht, was Instagram sich dabei denkt. Aber soweit, so gut, möchte ich auch nochmal auf YouTube zu sprechen kommen. Ich vermute, dass ihr Hauptkanal momentan einige Strikes hat. Sie entweder nicht mehr in der Partnerschaft ist oder einfach nicht mehr werbefreundlich war mit ihren Videos. Und das muss ich echt für gut heißen. Auf YouTube passiert gerade relativ viel Blödsinn. Aber das muss man wirklich mal positiv auch anmerken, dass solch ein Kanal endlich auch verschwindet. Leider Gottes hat sie jetzt einen Zweitkanal gestartet. Und auf Instagram veröffentlicht sie jetzt eine Gesellschaftskritik, wo man sich wirklich fragt, was ist mit ihr jetzt falsch? Im Hinblick auf ihre Schönheits-OPs muss man sich echt fragen, was sie dort auf Instagram so geschrieben hat, denn es wirkt echt strange. Zum Teil mag sie vielleicht hier und da auch recht haben, aber ich finde es schon sehr, sehr merkwürdig. Hier mal ein Vorher- und ein Nachher-Bild von ihren Schönheits-OPs und dann nochmal jetzt ein Vergleich mit Miss Piggy. Sorry, das ist jetzt vielleicht ein bisschen gemein, aber ich finde, es trifft schon ziemlich. Ich weiß nicht, was sich der Arzt dabei gedacht hat. Das ist ja schon Körperverletzung. Das ist wirklich heftig, wenn man sich das jetzt mal anguckt als Vergleich. Und man muss dann auch mal wirklich das Ganze auch hinterfragen, was sie auf Instagram so geschrieben hat. Denn das wirkt jetzt auch ein wenig komisch, wenn man weiß, okay, sie hat sich sämtliche Fremdkörper und auch Chemie schon spritzen lassen vom Arzt, dass sie dann sowas wie hier schreibt auf Instagram. Denn Katja Krasavitsch hat wie folgt auf Instagram geschrieben: Wenn der Welt und der Regierung unsere Gesundheit so wichtig wäre, dann wären Ärzte umsonst und Medikamente auch. Wir würden auch nicht so oft krank werden und vor allem nicht alle in Massen zusammen krank. Wir werden gezielt und kontrolliert krank gemacht, denn die Pharmaindustrie bringt eine Menge von Geld ein. Es ist sogar so, dass Leute, die im Koma sind, Geld einbringen, wenn sie am Leben gehalten werden. Informiert euch bitte mehr über eure Welt und das, was ihr in euch reinspritzen lasst. Ja, auf den Rest gehe ich jetzt nicht ein, das ist wieder typisch. Da sind ja einige Punkte sogar dabei, wo ich mitgehe und sage, gut, ey, sie hat ja doch ein bisschen was im Kopf. Ja, sie hat ja nicht nur Silikon anscheinend im Kopf, sondern auch ein wenig Krebs. Aber wenn sie dann das so versaut, beziehungsweise so ein Samon überhaupt in die Welt setzt, sollte man auch ein bisschen die Rechtschreibung beherrschen. Also das ist wirklich sehr, sehr traurig. Sie hat auch einige andere Sachen noch geschrieben am gleichen Tag. Die werde ich euch hier auch einblenden. Wie gesagt, ich finde es gut, wenn Leute kritisch Sachen hinterfragen. Und die Pharmaindustrie will natürlich eine Menge Geld auch verdienen und der Staat, den sollte man auch immer hinterfragen, seid immer kritisch, aber sich generell gegen Impfungen auszusprechen bzw. Impfungen total kritisch zu sehen, finde ich schwierig, denn gerade bei Kindern ist es immens wichtig, dass die geimpft werden, Kinderlähmungen etc. können daraus entstehen. Ich möchte jetzt hier kein riesiges Fass aufmachen, wir können da auch nochmal ein gesondertes Video zu machen zu Impfungen und Co. Aber generell finde ich es schon relativ wichtig, dass gerade Kinder auch eine Impfpflicht haben und dann im Alter ab 18 die Leute frei entscheiden können, ob sie dann sich impfen lassen wollen weiterhin oder nicht. Das ist, finde ich, eine wichtige Geschichte und das kann wirklich auch Leben retten. Das muss man auch so deutlich mal sagen. Ich bin echt auf eure Meinung gespannt. Wie seht ihr das ganze Thema? Sagt ihr, wow, ihr seid ja wirklich mal überrascht, dass bei Katja auch irgendwas im Kopf vorgeht? Oder sagt ihr, nee, die kann man doch nicht ernst nehmen nach den ganzen Vorgeschichten? Ich bin auf eure Meinung gespannt. Bitte bleibt sachlich, beleidigt niemanden und lasst gerne auch ein Abo da. Würde ich mich riesig drüber freuen. Bis bald und ciao, ciao.